werden uns jetzt aufmachen Richtung Bahnhof. Es ist jetzt 7:45 Uhr, eine Stunde fährt der Zug los. Ich muss aber vorher noch zur Bank und Geld abholen. Abholen. Wir müssen uns noch Geld besorgen, weil ich es in den letzten Tagen vergessen habe. Denn ohne Geld möchte ich nicht in Deutschland rumlungern. Und es kostet halt Geld wie dämlich. Mit meiner italienischen Bankkarte in Deutschland Geld abzuheben. Deswegen Geld abholen und dann ab zum Bahnhof. Oh Gott, bin ich nervös. Junge, Junge. Bin ich nervös. John, hallo. Mein Name ist Tiffik. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für die Neuen unter uns, hier auf diesem Kanal beschäftige ich mich überwiegend mit den Themen Minimalismus, Essentialism, Bullet Journaling, wie auch mit dem Hauptthema, meinem relativ neuen Leben im Ausland, denn Anfang 2022 wanderte ich von Deutschland nach Italien aus. In diesem Video zeige ich euch, wie ich die vorweihnachtliche Zeit in meiner Heimat verbringe, denn über die tatsächlichen Feiertage wie Weihnachten und Silvester haben wir in der Arbeit eine Urlaubssperre, sodass ich zur eigentlichen Feierzeit meine Familie nicht besuchen kann. So benutzte ich die Chance und fuhr mit dem Zug von Italien nach Deutschland. Boah, war das eine Fahrt. Natürlich wusste ich über die bestehenden Schneeproblematik in München Bescheid, doch ahnte ich nicht, wie schlimm es sich auf die Zugverbindung auswirken werden würde. Beginn der Reise war um 10.30 Uhr in Treviso, Ende der Reise um 22.30 Uhr in meiner Heimatstadt in Deutschland. Doch ab Villach, einer Stadt in Österreich, sollte alles anders kommen. Da wir durch den extremen Schneefall in München nicht mit dem Zug durch München fahren konnten, mussten wir auf eine Alternativroute zurückgreifen. Doch diese Alternativroute wurde unterbrochen durch diverse Schwierigkeiten. Gleise waren kaputt, Elektronik fiel aus ab Passau, ein paar Haltestellen später hatten wir über 1,5 Stunden keinen Schaffner. Ich kam bei meinen Eltern nicht am Montagabend um 22.30 Uhr an, sondern Dienstagmorgen um 8.30 Uhr. Ich war erschöpft und überfordert. Erstmal ein paar Stunden Schlaf. Für den Dienstag war es schon vorprogrammiert, dass ich es ruhig angehen lassen musste. Ich schlief bis Mittag aus und aß mit meinem Vater zu Mittag. Den Nachmittag verbrachte ich alleine in dem nahegelegenen Einkaufszentrum und in der Innenstadt, um ein paar Besorgungen zu erledigen und im Allgemeinen etwas herumzuschlendern. Denn auf meiner To-Do-Liste für Deutschland stand einiges drauf. Unter anderem wollte ich für meine Vlogging-Kamera eine Hülle und eventuell ein neues Objektiv kaufen. Das erste war nicht verfügbar und das zweite war überraschenderweise teurer als erwartet. Außerdem eine Handvoll neue Socken, die etwas länger sind, und ein paar neue Unterwäsche, eine neue Winterjacke und eventuell eine neue Jeans. Die Reparatur meiner Lieblingshandtasche, DM durchwühlen auf der Suche nach neuer Gesichtscreme. Es war also einiges zu tun. Genug für eine Woche, doch wollte ich alles erledigen am Dienstag, was ich natürlich nicht schaffte. Am Mittwochmorgen testete ich die im DM gekauften Cremes und Gesichtsreinigungen gleich aus, die mich positiv überraschten. Diese Cremes hatte ich seit Jahren nicht genutzt, doch nach der Benutzung über den Tag hinweg stellte ich fest, dass die Creme selbst auf meiner Haut gut funktioniert. Die kritischen Stellen wie am Hals, hinter den Ohren und auf der Nase zwischen den Augen musste ich eine andere Creme draufgeben, sonst sind diese Stellen auf Dauer einfach zu trocken. Denn ich habe Neurodermitis, die entsprechenden Stellen brauchen manchmal eine intensivere Behandlung. Danach gingen meine Mutter und ich in ein Einkaufszentrum in der Nähe, um ein paar Besorgungen zu erledigen, wie zum Beispiel Fotos ausdrucken, meine reparierte Handtasche abholen. Außerdem suchten wir nach einer neuen Jacke für mich, fanden aber stattdessen eine neue Jeans. Naja, so ist das ja häufig.
Nach dieser Shoppingtour gingen wir wieder zurück nach Hause und aßen zu Mittag. Nach ein paar Stunden Ausruhen und Chillen fuhren wir zu meiner Schwester und ihrer Familie. Sie zog in eine neue Stadt, in ein richtig cooles Fachwerkhaus. Das war das erste Mal, dass ich das Haus sah. Es gefiel mir richtig gut. Ich übernachtete dort. Somit starten wir in den Donnerstag. An diesem Tag genossen meine Schwester und ich einen gemeinsamen Morgen. Gemeinsam ging es erstmal auf den Dachboden, um dort ein paar Gegenstände abzugreifen, wie zum Beispiel Stabkerzen, Dekoration und Kuchengitter. Danach liefen wir in der kleinen Innenstadt herum und gingen in zwei Secondhand-Geschäfte. In einem fand ich sogar unerwartet einen Mantel, den ich gleich gegen meinen neuen grauen Kurzmantel eintauschte. Insgesamt finde ich den neuen Mantel schon toll, nur um meinen Korpus vielleicht etwas zu weit. In Italien werde ich schon eine Lösung dafür finden. Nach den Geschäften tingelten wir noch ein wenig in der Innenstadt herum, bis ich wieder zurück in meine Heimatstadt fuhr. Am Abend trafen Tamara und ich uns in der Innenstadt auf dem Weihnachtsmarkt. Leider konnte unsere dritte Freundin Melanie nicht mit, sie lag krank im Bett. Melanie, gute Besserung. Unseren Weihnachtsmarkt finde ich richtig cool. Der ist schon groß, fantastisch beleuchtet und es macht einfach nur Spaß. Wir besorgten uns ein paar Kleinigkeiten aus den Geschäften, aßen Bratwurst und tranken Glühwein. Wir sahen sogar den Weihnachtsmann. Ein richtig schöner Abend. Am letzten Tag der Woche, den Freitag, blieb ich zu Hause bei meinen Eltern. Ich holte ein paar Seiten in meinem Tagebuch nach, schaute ein paar Videos auf YouTube und wartete, bis die Kinder meiner Schwester zu Besuch kamen. Während des Wartens musste ich noch meinen Koffer packen, bevor es am nächsten Morgen Richtung Heimat ging. Da ich nur einen Handgepäckskoffer mit hatte, konnte ich leider die Tüte mit den Schätzen meiner Schwester nicht mitnehmen. Richtig sad. Es ist Samstag, der Tag der Rückreise. Wie soll es auch anders sein, der erste Zug hatte gleich über 20 Minuten Verspätung, sodass ich den eigentlichen Anschlusszug von München nach Villach verpasste. Wäre eben dieser Anschlusszug nicht defekt gewesen. Dadurch bekam ich den Anschlusszug in Villach nach Treviso nicht mehr. Was ist eine Zugreise mit der Deutschen Bahn ohne Verspätung und Ausfällen? Genau, nicht normal. Auf dem Weg zurück traf ich eine italienische Mitreisende, mit der ich die einstündige Wartezeit in Villach und Udine genoss, mit Kaffee, Kuchen und einem Aperol Spritz. Insgesamt war es eine richtig schöne Reise. Wir werden uns nächstes Jahr zu Ostern wiedersehen. Bis dann. Ciao!